Ihr seid großartig. Ihr tut das, was ganz wichtig ist für eine Gesellschaft, nämlich euch um die zu kümmern, die es ganz dringend nötig haben. Und ihr macht das offensichtlich mit großer Freude und mit großem Einsatz. Und ich bewundere euch und Menschen, die eine solche Arbeit tun. Und wünsche euch, dass ihr weiter die Kraft und die Freude habt, diese Arbeit eben zu machen. Ja, wenn ihr gerade drüber nachdenkt, was ihr nach der Schule machen sollt, überlegt euch doch mal, wie wäre es denn mit einem freiwilligen sozialen Jahr? Das fällt einem nicht als allererstes ein, aber bei genauerem Hinsehen kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, da kann man eine Menge sehr, sehr guter, wichtiger Erfahrungen machen. Da kommt ihr mit Menschen in Kontakt, die ihr vielleicht sonst nie kennengelernt hättet. Und ihr erlebt mal, wie das ist, wenn das Leben eben nicht einfach ist, einem nicht leicht von der Hand geht, wenn alles schwierig ist, mehr Zeit braucht. Und vielleicht entwickelt ihr ja eine Form von Geduld, von Mitgefühl, von Empathie für eure Mitmenschen, die euch im späteren Leben sehr, sehr nützlich sein kann und die vor allem auch dazu beitragen kann, unsere Gesellschaft lebenswert zu machen. 150 Jahre Bethel. Ich gratuliere von Herzen und wünsche alles Gute, viel Kraft und viel Geld für die nächsten 150 Jahre. Wir brauchen sie. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.